Ist komisch, Cold War zu spielen und dabei zu lächeln. Na du, lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, ich spiele gerade wieder mal Cold War. Ich habe hier gerade diesen komischen Modus 3 gegen 3 Herrschaft. Ich glaube, Kontrolle heißt der oder so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade wieder ein bisschen mehr Spaß habe. Das irritiert mich schon fast, ne? Ich muss gerade Nahkampf-Kills machen. Na, schade. Oh, hier aber? Der ist meiner, Yeah! Cool! Ehrlich gesagt, der Spielmodus macht mir ganz Spaß. Das ist voll verwirrend, weil ich Ewigkeiten keinen Spaß mehr hatte an dem Spiel. Wirklich Ewigkeiten mehr. Und ich habe ihr auch gesagt, so, ich glaube, Dark Matter mache ich nicht, weil... Okay, sorry. Ja, ja, du bist ja die ganze Zeit am Campen. Das machst du toll. Wir sind alle stolz auf dich. Und am Ende des Tages bist du halt jetzt endlich mal tot, ne? Ne, ich habe ganz, ganz viel Warzone gespielt und aufgenommen und versucht halt, coole Sachen für euch zu machen. Aber ging einfach nicht, weil die neue Meta hat wirklich alles verhindert. Kann man sehen, wie man will, ob ich da nicht vielleicht hätte einfach die Meta spielen sollen. Ich mag das halt nicht. Oder ich war noch nie auf der rechten Seite. Kann man hier durchgehen? Ja. Oh mein Gott, nervst du! Yes! Den hole ich mir auch noch. Nein! Ich will mal gerne sehen, wie er mich so heftig getroffen hat. Ah, okay. Können wir die Killcap vielleicht 3 Millisekunden länger machen? Ja, aus nächster Nähe. Werbefreundlich. Shit, die haben den bekommen, aber hier unten ist einer. Das könnte meiner sein. Nein, wie knapp. Junge, der Spielmodus ist geil. Pff, oh mein Gott, bitte. Georg, deinstallier das Spiel. Das kannst du dir nicht an. Was war das denn von mir? Wo sind die Gegner? Oh, hier. Hey, biu, 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 biu. Also aus nächster Nähe bist du einfach gefühlt immer verwirrt, oder? Ich habe gerade eigentlich Spaß, Mann. Das macht Spaß. Und ich... Was ist das? Wie findest du das halt immer? Ich pack das immer wieder weg. Ich schwör's dir, meine Katze findet das immer wieder. Nicht wundern, warum gerade die Kamera übrigens anders aussieht. Ich mach gerade diese Wand da neu. Und deswegen... Du bist so frech. Ja, auf jeden Fall versuche ich die ganze Zeit Warzone-Sachen aufzunehmen. Aber ich krieg sie wirklich einfach nicht hin. Like, literally, ich krieg sie nicht hin. Ich versuche irgendwas außerhalb... Ich will halt keine DMR spielen. Ich will keine Diamantis spielen. Das finde ich ekelhaft. Mag ich nicht. Das ist einfach eine persönliche Einstellung, okay? Und ich kriege das nicht hin. Geht einfach nicht. Weil du kriegst halt einfach in die Fresse. Das Schlimme daran ist, dass ich sehr oft knapp davor war. Ich habe jetzt zum Beispiel die AX50-Challenge gemacht. Und ich spiele nur AX50. Geil. Macht super Spaß. Wirklich. Macht wirklich Spaß, ne? Super geile Runden. Aber am Ende des Tages bin ich immer Zweiter, Dritter, Vierter geworden. Aber nie Erster. Ich setze die Messlatte halt ziemlich dann hoch. Ne? Ich will das dann auch schaffen mit so schweren Waffen. Gegen so eine Meta. Ja, ist klar, Georg. Passt der easy. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann deswegen nichts hinbekommen. Sorry, deswegen. Deswegen mache ich jetzt lieber einfach mal so ein easy peasy schlemmen crazy Video. Jo, 300 FPS, what the fuck? Lol. Ja, bei der B 300 FPS mit einer 3090, ne? Oh, die Granate! Ich versuche nur Nahkampfkills zu machen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Mann, der Typ mit der Shotgun, den mag ich nicht. Der wird mich, glaube ich, noch öfter töten. Ich gehe jetzt hier links lang. Ach, Mann! Ey, ich hasse die Shotgun so sehr, ne? What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich das der Lobby vielleicht rausgehe. Weil, gut treffen tut er aber nicht, ne? Der Typ mit der Shotgun. Oh, komm, ich bin tot. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich... Ja, der Typ mit der Shotgun, ich kriege den nicht aus nächster Nähe. Der ist halt einfach stärker aus nächster Nähe, ne? Das war leider nicht aus nächster Nähe. Genauso von mir enttäuscht, wie er denkt. Das war aus nächster... Absolut nichts gesehen. Ich liebe es. Ich liebe es total. Einfach nichts gesehen. Du bist tot. Na, und da bin ich immer nah genug dran an einem, ne? Ja, ich weiß, dass er mir hinterhergelaufen ist. Keine Sorge, Mann. Keine Sorge. Hab ich gesehen. Ja, aber da sind, ich habe einen aus nächster Nähe bisher. Guck mal, warum gehst du von mir weg? Du hast auch eine SMG, Junge. Oh, das war viel zu weit weg. Was mache ich denn da? Gönn doch mal. Aus nächster Nähe. Gönn doch mal. Ja, MAC-10 will ich halt mal auf Gold kriegen, weil ich die Waffe wenigstens benutze. Die mag ich. Ich finde die übrigens nicht OP. Ich finde die nur stark. Ach, Mann, ey. Als ob du dich da noch umdrehst. Überhaupt, wer spielt denn so, Junge? Das war nicht gut von dir, mein Freund.
Ach, scheiße. Wenn ich mir so das hier gerade anschaue, dann kann ich mir ja schon vorstellen, auf Gold zu leveln. Weil ich weiß nicht, also diese 3 gegen 3 Modi ohne Streaks machen mir Spaß. Also ich glaube, das liegt auch besonders daran, zum Beispiel, dass hier keine Streaks sind. Weil die Streaks schon anstrengend sein können. Jawohl. Wir haben schon mal... Okay, als nächster Nähe 30 Stück von 75 anscheinend. Jawohl. Du musst halt schlau vorgehen, ne? Fitsch weg, Junge. Mac-10 aus der Hüfte ist so heftig. Ich wollte einfach nur mal für euch da sein und einfach noch mal zeigen, dass ich noch lebe. Ich streame jeden Tag. Derzeit irgendwo rum. Ich weiß nicht warum. Aber ja, twitch.tv/GustavGabel, falls ihr dabei sein wollt. Wir haben eine Menge Spaß. Wir haben eine Menge Jux und Dollerei und sonst was. Es ist einfach geil. Macht Spaß, auf jeden Fall. Aber... ich würde natürlich gerne auch Videos hochladen. Ich plane die ganze Zeit gerade noch einen zweiten Kanal, der wird gerade vorbereitet. Der wird dann von dem Cutter quasi nur gemacht und so, wo dann eher Stream-Highlights vorkommen und so weiter. Aber hier den Kanal, den mag ich immer noch selber haben, den mag ich selber noch benutzen. Übrigens, vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, ich habe ein neues Intro für meinen Twitch-Kanal. Ich werde es einfach mal kurz hier einblenden, es sind nur 54 Sekunden. Hi, ich bin's Gustav mit F. Ich bin jeden Tag für euch da, ab 14 Uhr, außer Montag und Freitag. Ich hole mir jetzt einfach den. Okay, wollt ihr trotzdem mit mir spielen? Nein. Oh mein Gott, jetzt haben wir absolutes Movement. Alter, der Jedi-Meister. Oh. Der cleanste Hub. Digga, was soll ich denn machen? Das ist kein Rage. Ich muss einfach mal ein bisschen Luft lassen. Oh, warte, ich bin der Meister da drin. Fuck! Schmeiß Omas um. Ich schmeiß Omas um. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn euch das nicht Bock auf mehr macht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich liebe dieses Intro so sehr. Da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich habe so viel gelacht, während ich dieses Intro geschnitten habe. Geiles Ding, Mann. Also Konfrontation heißt das. Da gab es gerade noch eine neue Map, die würde ich gerne ausprobieren. Was für direkt erstes Match, let's go. Team Death. Okay, Konfrontation ist nur 3 gegen 3. Ich dachte, das sei immer Herrschaft. Ich wusste das nicht. Einfach ein paar Nahkampfkills mehr. Der Rest interessiert mich gar nicht. Deswegen liebe ich eigentlich Multiplayer von Call of Duty in den letzten Jahren. Einfach reingehen und ein paar Tarnungen machen und das war's. Da habe ich Spaß dran. Oh Gott, die Map ist ein bisschen größer, oder? Also kommt mir so vor, jedenfalls. Die Map ist für meine SMG-Taktik hier gerade nicht so nice, glaube ich. Wenn das gegnerische Team nicht führt, dann glaube ich in gar nichts mehr. Gottes Willen. Aus nächster Nähe. Oh, den hätte ich aus nächster Nähe haben können, ne? Naja, gut, ne? Da machst du nichts drauf. Nice. Ich bin mit jedem meiner aus nächster Nähe Kills zufrieden. Du siehst halt einfach nur, dass unser Team gar keine Chance hat und dass es gar keinen Sinn macht, hier irgendwie sich zu bemühen. Aber wenn ich halt so einen Kill abkriege, dann freue ich mich. Ja, ist aus nächster Nähe. Jawohl! Achso, ich habe mich so aufgeregt, genau. Warum ich das Spiel gerade nicht mehr weitergespielt habe, war, ich hatte im Stream wollte ich diese Waffe auf Gold machen. Und dann habe ich 3 Runden hintereinander die schmutzige Bombe gespielt. Ich habe 3 Runden hintereinander jeweils immer ein aus nächster Nähe dann weniger gehabt. Ich bin in die Runde rein, habe ganz viele Kills gemacht und dann hatte ich am Ende einen weniger als vorher von diesen aus nächster Nähe. Da verlierst du doch jegliche Lust auf irgendetwas, oder? Habe ich halt aufgehört. Nice. Ey, ich nehme jeden aus nächster Nähe. Und betäubt muss ich ja auch noch machen, ne? Nice, aus nächster Nähe. Richtmikrofon nimmt Betrieb auf. Ja, ja, Richtmikrofon nimmt Betrieb auf, ne? Ach, schade. Das mit dem Richtmikrofon hat nicht mehr viel gebracht. Wir sind im Stream komplett ausgerastet. So, ich bin in die Runde rein, mach sowas wie 10, 15 Nahkampfkills, ja? Wir gehen raus, ich gucke und ich habe einen weniger als vorher. Boah, so ein Hals gehabt. So ein Hals! Danke, nein. So, ich meine noch eine Runde, dann ist gut für heute. Letzte Runde und ich sag mal, 5 Nahkampfkills möchte ich gerne haben. Nice. 1, 2. Ach, Junge, der war AFK, glaube ich. Da ist einer. Na, oh mein Gott, ich habe schon 3 Nahkampfkills, glaube ich.
Hell yeah. Da kommt einer. Nein! Tiefschlag aber, ne? Aber nicht schlecht, nicht schlecht, du. Oh, Junge, das ist eine gute Runde, gute Runde. Ich glaube, das wird geil. Wird hinter mir? Und dann trotzdem noch verloren, ja? Ja, okay, weil Mac-10 OP ist, ist fuck. Habe ich gerade OP gesagt? Meine ich natürlich nicht so. Ich meine nur sehr stark. Nice, danke schön. Jo. Ah, wie gut das läuft. Holy shit. Oh, jetzt holen wir den hier. Nein, der ist... Ich habe sogar echt aufgehört zu schießen. Ich wollte unbedingt noch näher rankommen. Habe ich nicht geschafft. Ja. Aus nächster Nähe, let's go. Ich freue mich so sehr. Oh. Dankeschön. Warst du das? Yes. Extra herangegangen. Oh mein Gott, das läuft so viel besser. What the hell? Ich mache hier alle Tarnung gerade. Oh, schade. Manchmal wischt man so eine Glücksrunde. Nice. Also ja, AFK, einfach nur geil. Dankeschön dafür. Kuss geht raus. Oh. Nice. Oh mein Gott. So eine perfekte letzte Runde, ne? Yes, yes, yes. Und ja, jetzt habe ich keinen Bock, das Spiel weiter zu spielen. Weil der Spielmodus mir Spaß macht. Nein, ich hätte dich so geholt im Nahkampf. Stark, Mann. Was für eine starke Runde. I love it. Dankeschön fürs Reinschauen. Wir sehen uns bestimmt jetzt wieder schneller und öfter. Und weißt du was? Vielleicht mache ich Dark Matter weiter. Das wäre schon krass, oder? Ich weiß aber noch nicht. Ja, ich verspreche nichts und niemandem irgendetwas.